Welchen Bizepsumfang hat Alex? Leider konnten wir das bisher noch nicht messen, da wir noch kein Maßband hatten, was so gering ist. Alex Bizepsumfang sind so 5 cm vielleicht. Also wenn er angespannt ist und richtig auf Power, sag ich mal, wenn Alex so richtig alles gibt, was er hat, würde ich sagen 14 cm. Also, lächerlich. Wie habt ihr alle zueinander gefunden? Seid ihr Jugendfreunde? Wir hatten Speed-Dating, das war hier neulich bei uns in der Ecke, da war so eine Kneipe. Julian habe ich kennengelernt, da war ich 13, habe meinen Angelschein gemacht, also vor 17 Jahren. Wir haben uns gut verstanden, haben Bier getrunken und dann haben wir gedacht, ach komm, lass doch mal hier grillen. Ich habe was gedreht und habe dabei Julian kennengelernt und dann auch die anderen Jungs. Corby und ich haben uns danach beruflich kennengelernt und dann hat er das an mir so zusammengefügt. Und Corby habe ich vor 6 Jahren ungefähr kennengelernt und Alex vor 3-4 Jahren, glaube ich. War doch so, oder? Hast du schon mal etwas von Monobraue gehört? Ich selber pflege diesen Stil ja sogar. Habe ich. Und ich gebe mir Mühe, dass es nicht passiert. Ich bin gerade dabei, mir die Augenbrauen zusammenwachsen zu lassen. Ja, sehe ich jeden Morgen, wenn ich Alex ins Gesicht gucke. Als Fachmann kann ich euch sagen, das heißt übrigens Rätsel. Der Rätsel ist der Fachbegriff. Wie heißen die Teile, die im Supermarkt die Waren trennen? Das kann ich dir ganz genau sagen. Warentrenner. Warentrenner. Ist original so, ne? Die heißen Warentrenner. Oder? Wie heißt das denn? Toblerone. Wohnt einer bei euch im Haus oder ist das nur Büro, Terrasse, Studio? Das will doch jetzt einer wissen, der hier einbrechen will, oder? An alle Einbrecher, hier wohnt auch jemand, nämlich direkt über uns. Der hat immer ein Auge auf das. Unser Haustier, André, und vor dem solltet ihr euch wirklich in Acht nehmen, weil der ist brandgefährlich. Das ist tatsächlich hier nur unser Büro und unser Studio. Wohnen tut hier keiner. Aber abends, um nochmal auf Carsten zurückzukommen, den Einwand, abends haben wir hier einen Wachhund drin. Der heißt Carsten und, also eigentlich ist es Carsten und der kniet sich dann hier abends vor die Tür. Also. Seid ihr eigentlich glücklich? Endlich fragen das mal einer. Ich kann das nicht über aussprechen. Ich persönlich würde sagen, ich bin super glücklich in allem, was im Moment so ist. Ist super. Ich freue mich. Gott sei Dank kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Ich hoffe, ihr auch. Wir sind sehr, sehr glücklich. Natürlich bin ich glücklich. Wenn du das machen kannst, dann kannst du nur glücklich sein. Wenn du ein Küchengerät wärst, was und warum? Küchengerät? Ich wäre eine Küchenmaschine. Weil ich besonders gut in Sachen rühren kann. Keine Ahnung. Der Stabmixer. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ich wäre, glaube ich, ein Thermomix, weil ich kann alles, aber alles auch nicht so gut. Oder eine Nudelmaschine, weil ich Nudeln mag. Ein Löffel. Ein großer Löffel. Heute will ich der große Löffel sein. 1 plus 1 ist gleich... 24. Oder 4? 4. 4. Ich hab auch 4 gesagt. Ja, wirklich? Wirklich? Geil. Wann kommt die schwarze Sapote? Wir sind tatsächlich immer noch an dem Thema dran. Schwarze Natascha, nur du. Ich werde gleich mal unseren Gemüsehändler des Vertrauens nochmal anhauen, der uns eigentlich sagte, es wird eine geben. Süße Natascha, nur du. Aber es ist... sehr, sehr schwer, diese Frucht ranzukriegen, weil die irgendwo aus Neuguinea kommt und bislang ist sie leider nicht da. Wo ist die Sapote hin? Schwarze Sapote, nur du allein. Aber die schwarze Sapote ist mit aller Wahrscheinlichkeit ein Geheimtipp. Vielleicht hat jemand von euch ja sehr gute Kontakte und kann uns diese schwarze Sapote besorgen. Wir würden uns auf jeden Fall riesig drüber freuen, weil wir alle sehr gespannt drauf sind, wie sie schmeckt. Hat jemand von euch schon mal Spahn gegessen? Was für ein Ding? Spahn? Spahnplatte, ja. Hast du schon mal Spahn gegessen? Wenn ja, dann schreib's gerne mal in die Kommentare. Spahn ist in der Tat super lecker, glaubt man gar nicht. Aber ihr müsst darauf achten, es gibt Schwäne, die den ganzen Tag mit dem Kopf unter Wasser sind. Muah. Hat das überhaupt schon mal jemand gegessen? Gibt es irgendwo ein Land, wo man sagt, oh, ich esse mal einen Schwan? Nein, keine Ahnung. Natürlich habe ich noch nie einen Schwan gegessen und werde es wahrscheinlich auch nie machen. Meinung zum Angelcamp? Also, wie war's? Ist die Frage ernst gemeint? Ultra geil. Eine der geilsten Erfahrungen. Privileg, dass man dabei sein durfte, wie ich finde. Und das haben wir auch so wahrgenommen. Das heißt, wir sind ein Stück weit auch demütig darüber, aber gleichzeitig freuen wir uns, dass es so ist. Und es war eine wirklich tolle Erfahrung. Das Angelcamp war
großartig. Die Leute da waren genial und es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder Teil sein dürfen. Vor allem waren halt auch die Jungs und Mädels im Camp alle super cool drauf und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also die Jungs haben tagelang davon geredet und geschwärmt und waren nachhaltig begeistert. Und jetzt die Frage aller Fragen. Woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen, ja. Woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Das fragt man sich hinterher immer und... Ja, woran hat's gelegen? Ich weiß auch nicht, woran hat's gelegen? Ich weiß es nicht. Hinterher fragt man sich ja immer, wo es dran gelegen hat. Ja, das, meine lieben Damen und Herren, das ist immer hinterher die Frage, woran hat's gelegen, gell? Guckst du hier an, guckst du die Scheiße an, gell? Und dann fragst du immer, woran hat's gelegen? Ich weiß es nicht. Das hat doch hundertprozentig jeder von uns genauso beantwortet, oder? Ja, woran hat's gelegen? Mama. Habt ihr jetzt auch so gemacht?